Ey, gebt euch das mal. Ford Focus, meiner hat 400 PS und er will einfach auf knapp 700 PS gehen. Was geht ab, meine Freunde des gepflegten Motorsports? Ich bin endlich mal wieder am Start. 9 bis 10 Tage Urlaub hatte ich circa. Das letzte Video ist über 3 Wochen her. Und ich habe einfach nur Bock, wieder Videos zu machen, euch zu unterhalten, für euch was zu erleben, aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seht es an meinen strahlenden Augen. Ich sitze endlich wieder im Focus RS. Und erste Kaltstart war heute einfach nur brachial. Gänsehaut-Feeling und direkt Grinsen im Gesicht. Und erster Tag, wo ich ihn fahre, sind wir auch direkt wieder am Start. Wir fahren zu Kevin von Biggerfolierung in Sprockhövel und dort haben wir ein kleines privates Treffen gemacht. Werden ein paar Ford Focus RS da sein, so unter Freunden, ein bisschen chillen. Und ja, ich weiß zwar noch nicht, was kommt, aber ich denke mal, das ein oder andere werden wir euch bieten können. Ich gucke mal, ob wir vielleicht mal ein paar Soundchecks machen können von verschiedenen Auspuffanlagen, die wir dann natürlich dort fortfinden werden. Und zwar, bevor wir anfangen, wir haben immer mehr Zuschauer, als ich überhaupt Abonnenten habe. Deswegen alle, die jetzt zuschauen, einmal auf Abonnieren klicken. Einmal ein bisschen supporten, damit wir ein bisschen größer werden. Und damit wir einfach mehr Reichweite generieren können. Und die, die bereits dabei sind, folgt mir doch auch auf Instagram. Da gibt es immer mehr Infos. Zum Beispiel zwischen den Videos vergeht immer ein bisschen Zeit. Was weiß ich, 1-2 Wochen. Und bei Instagram lade ich täglich zum Beispiel mal eine Story hoch oder sowas. Und werden mal ab und zu Fotos gepostet und sowieso immer Treffen werden dort angekündigt. Deswegen ganz wichtig, auch alle mal bei Instagram folgen. Wenn ich jetzt auch zu viel quatsche, mache ich einfach mal einen Cut und mal gucken, was ich euch gleich so Schönes bieten kann am Videomaterial vom Treffen aus. Bis dahin, Leute, bis gleich. So, Leute, gerade angekommen. Guckt euch das an, was für ein Bild. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Locker 6 Ford Focus RS. Hallo! Guckt euch das mal an. Junge, was für ein Bild, ne? Das sieht so geil aus. Hallo, Herr Neuboisa! Ist klar? Hi! Guck mal, wie sie alle stehen. Ich will mich gar nicht. Nochmal, Alter, hier. Wir wollten eigentlich ein Porno drehen. Also, Freunde, und hier habe ich jetzt meinen Kollegen Nebo. Der ist richtig bekloppt. Der hat nämlich auch einen Ford Focus RS. Und ich habe gehört, du baust ihn jetzt um. Was kommt da rein? Kommt da etwa ein größerer Lader rein? Bisschen größer. Bisschen größerer Lader. Welche Leistung wird ungefähr angepeilt? 650 plus. So 650, 700, irgendwas dazwischen. Ey, gebt euch das mal. Ford Focus, meiner hat 400 PS und er will einfach auf knapp 700 PS gehen. Das Teil wird richtig monströs. Der ist gerade noch beim Umbau bei Beast Factory. Aber sobald er fertig ist, verspreche ich euch, ne, machen wir ein schönes Video. Nicht nur ein. Ne? Nicht nur ein Video, da kommt ordentlich was auf euch zu. Also ich gehe jetzt einmal rum und sag mal eben die Leistung an, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Dieses Kraftfahrzeug hat 384 PS und 600 Newtonmeter. Dieses Kfz hat 400 PS und 500 Newtonmeter.
Dieses Kraftfahrzeug hat 400 PS und 610 Newtonmeter, knapp über 400 PS. Der hier auch 400 PS und 600 Newtonmeter. Dann sind wir nochmal bei 400 PS und 600 Newtonmeter. Mein Gott, das hört gar nicht mehr auf. Hier haben wir noch Serienleistung anliegen, aber sehr geile Scheinwerfer. Hier auch Serienleistung. Und Sven, du hast auch Serienleistung, ne? Was hast du? Revo 2, 350 PS und 520 Newtonmeter. Mein Hardpack. Tag Thomas. Prost. Na, bist du satt? Ja. Einmal Stärkung. Also Leute, wir machen jetzt einen kurzen Soundcheck für euch. 5 Ford Focus S mit verschiedenen Abgasanlagen. Und dann fangen wir beim ersten Kollegen an. Der Kollege hat verbaut eine Downpipe mit 200 Zellen Cut und der Rest ist die Serienabgasanlage. So, jetzt kommen wir zum nächsten Fahrzeug. Dieses Fahrzeug hat Einzellen-Cut-Technologie verbaut, Mittelschalldämpfer-Ersatzrohr und die Bull X ABE Endschalldämpferanlage. Natürlich mit Schubknallen, wie man unschwer erkennen konnte. So, hier haben wir einmal Downpipe, Einzellen-Cut-Technologie und Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer von der Mongoose. Jetzt kommt der nächste Kollege, wieder Einzellen-Cut-Technologie und die Section 59 von der Mongoose. Jo. Fahrzeug 3,5 Zoll Downpipe HJS 200 Zellen Cut, Mittelschalldämpfer Ersatzrohr und die KMS Thunderstorm als Endschalldämpfer.
die Kommentare, welcher Sound euch am besten gefallen hat. Und lasst mal eure Meinung da.